Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Vorstellung von 10 Helikoptermodifikationen für Arma 3. Und vorab gesagt, dieses Video hier ist jetzt kein Test, sondern mehr eine Art Modeshow, bei der wir gemeinsam einen Blick auf aktuelle Arbeiten aus der Community werfen. Und vorab gesagt, ich habe jetzt nur Standalone-Helis angeschaut und außerdem liegt mein Fokus auf möglichst aktuelle Projekte, also was vor 2,5 Jahren für die Alpha entwickelt wurde, das wird man jetzt hier nicht mehr sehen. So, und damit es keine Missverständnisse gibt, das hier ist auch keine Top-10-Liste, sondern nur eine Auswahl. Gut, das war das Kleingedruckte. Schauen wir jetzt endlich rein. Und zwar fangen wir an mit dem größten Paket hier, mit der größten Modifikation, zumindest was die Anzahl angeht. Und zwar die Medium Utility Helicopters von Grumpy Rhino. September hat er das letzte Update hier reingeschoben und ja, das sind alles mehr oder weniger einzigartige Helikopter. Also das ist jetzt nicht alles, was ich im Video zeige, sondern nur eine Modifikation. Und wir fangen da hinten an mit dem Blackhawk, ja, den dürfen ja viele von euch aus Arma 2 kennen und auch in Arma 3 haben wir jetzt so eine aktualisierte Version davon. Und daneben aus der Vietnam-Ära die gute alte UH-1 und ja, das sind alles keine Retexturierungen hier, sondern tatsächlich unterschiedliche Helikopter. Also hier haben wir eine Bewaffnung mit Miniguns und Raketen und das daneben dürften Raketen und einfache Maschinengewehre sein. Hier haben wir ja Raketen ohne Ende und so weiter, ein Medivac, Transporthelikopter, ja, also es sind hier verschiedene Modelle für verschiedene Einsatzzwecke und jetzt hier die russischen Modelle, das müsste die Milmi 8 sein, ja, das Maultier der russischen Föderation, da passen eine Menge Leute rein und ich glaube, diese Variante hier ist ja die Transportvariante und die hier hat genau Raketen dabei. Ja, dann hier die Milmi 17, noch größer, noch brutaler und am Ende hier die zivilen Varianten vom Bell 412 müsste das, glaube ich, sein, ja, die 412. Ja, Medivac und Service und so weiter. Also es ist schon einiges dabei. Hier am Ende nochmal die Merlin, die kennen wir ja schon aus Arma 3, das sind jetzt hier zwei Varianten für den Transport und bewaffneten Transport. Und es ist ein richtig dickes Paket. Also wenn ihr wirklich nur eine Modifikation oder zwei Helikoptermodifikationen haben wollt, dann würde ich vielleicht dieses hier in Betracht ziehen. Rein äußerlich, rein von der Vielfalt her ist hier schon einiges dabei. Aber das Besondere an dieser Modifikation ist eigentlich was anderes. Oder ich weiß jetzt nicht, ob das so besonders jetzt noch ist oder schon ist. Aber wenn wir uns jetzt hier einfach so ein beliebiges Ding rausnehmen und auf eine Position steigen, in der Ego-Ansicht sieht man das besser, dann kann man hier das Feuern aus Fahrzeugen-Feature nutzen. Ja, und man kann auch hier die Türen alle schließen, so. Ja, das ist nicht schlecht gemacht. Jetzt kann man nicht mehr schießen, ist klar. Und das ist mit praktisch allen Helikoptern so. Ich habe das durchprobiert. Bei einigen Modellen, besonders da hinten bei der Milmi 8 hier, da ist das so, dass man hier vom hinteren Laderaum, das muss ich mal eben zeigen, Position 4, hier kann man rausschießen. Und dann kann man hier Position 5 nehmen. Das ist jetzt der zweite Sitz daneben. Da kann man auch rausschießen. Also muss man sich das vorstellen. Praktisch die halbe Mannschaft kann dann hinten sitzen und ballern. Und der hier kann auch rausschießen. Und zwar aus der Tür. Also das ist dann quasi eine kleine fliegende Festung. Bei dem Modell ist das dann hier auch so. Und was ja jetzt neu dazugekommen ist vor einigen Monaten, was sich einige gewünscht haben und was jetzt zumindest bei mir nicht so wirklich benutzt wurde, war ja das Advanced Flight Model und diese Helikopter reagieren darauf. Also der Autor hat geschrieben, dass die Teile darauf reagieren und dass sie auch gewichtsabhängig darauf reagieren, das heißt von der Anzahl der Passagiere her und der Bewaffnung. Dann habe ich das vorhin mal ausprobiert und hier seht ihr das Ergebnis. Also ich benutzt das Modell nicht. Wenn ihr das gerne machen möchtet, dann nur zu, tobt euch aus. Ihr habt hier gerade eine Menge Auswahl dafür. Nur hier ist, also ich benutze lieber das normale Modell, damit komme ich besser klar, dann stürze ich zumindest nicht so häufig ab. Ja, das ist das eine. Dann schauen wir nochmal hier in den anderen Helikopter rein. Oh, die Kinder da draußen sind so laut, ich hoffe, das stört nicht. Hier als Pilot war das der Helikopter hier. Genau, ich glaube, das war der. Da schauen wir uns jetzt einfach mal so einen Startvorgang an oder hören uns den an. Ja, ich sehe gerade, das Flight-Modell habe ich noch aktiviert. Also was ihr jetzt gerade seht hier unten, diese Einblendungen, die gehören jetzt tatsächlich zum Arma 3
Advanced Flight Model, die kann man hier an- und ausmachen. Und ich benutze jetzt hier halt Standard. Ja, so ein kleiner Probeflug muss auch mal sein. Rotor Power ist 100%. Wo kann ich das nochmal nehmen? Da, RPM, genau. Und ja, jetzt wird einfach abgehoben. Mit offener Laderampe, ja. Fliegt sich ziemlich schwerfällig, was es ja auch soll. Aber mit dem einfachen Flugmodell ist das ganze Ding einfach zu beherrschen. Ja, das ist das eine. Bei den anderen Modellen, die Waffen können wir jetzt mal kurz antesten hier. Und zwar ist das jetzt hier eins mit, müsste ich mal eben durchgucken, mit einer M240 mit einem Maschinengewehr, 4 Stück und mit ein paar ungelenkten, ja, Raketen. Die können wir auch mal kurz hier im Simulator testen. Wobei die UH-1 ist ja, ne, älteres Modell. Ich mache erstmal die Türen zu. Bin mir ziemlich sicher, dass das sogar am Ende da die, den Flugwiderstand beeinflusst. So, und testen wir mal so ein bisschen. Ja, das sieht schick aus. Also wir haben hier einmal Ungelenkte, wir können Einzelschuss machen und wir können auch Dauerfeuer machen. Ja, es gibt da verschiedene Modi. Und mit dem MG kann man, glaube ich, auch noch ganz gut arbeiten. Und es gibt ja auch noch so ein HUD. Ja, das ist jetzt, na, das kenne ich noch aus Arma 2. Damit kann man so ein bisschen besser zielen. Ja, das war die Modifikation von Grumpy Rhino. Alles in allem bleibe ich dabei. Es ist ein solides Stück. Besonders das Firing from Vehicles Feature dürfte nett sein, wenn man mit vielen Leuten was machen will. Und jetzt schauen wir uns mal die nächste Modifikation an. Als nächstes jetzt hier die Mission Enhanced Little Birds. Und zwar aus der Feder von Diesel und Psycho Crazy. Und ihr seht, das sind ganz schicke kleine Dinger. Und ich bin jetzt auch schon munter dabei, mal so ein bisschen die Waffen auszutesten. Und ja, da hinten haben wir so einen fiesen Flughafen, der frisst jetzt erstmal ein paar Raketen. So, aber das Besondere an diesen beiden oder an diesen Modellen jetzt hier ist, einmal sind sie konfigurierbar. Ja, ihr seht jetzt hier gerade im Virtual Arsenal, da kann man sich solche, die Waffenmodule zusammenstellen, wie man sie braucht oder ja, besondere Dinge für den Transport denken. Aber das wirklich Schicke, das ist jetzt hier das MFD. Das kann ich jetzt leider hier so im Flug nicht zeigen, weil ich keinen Co-Piloten habe. Denn nur mit dem Co-Piloten zusammen wirklich funktioniert das. Und zwar einmal kann man hier sich so das MFD dann aufklappen. Ja, und das ist jetzt hier die Kamera, die unten an der Nase hängt. Und jetzt muss ich mal kurz den Platz wechseln. So, hier nochmal als Co-Pilot reinspringen. Und ihr seht, ich kann jetzt hier, wenn ich mit der Maus mich umgucke, dann bewegt sich diese Kamera. Ja, und so kann ich durch die Linse durchgucken. Das heißt, der Co-Pilot und der Pilot, die können gleichzeitig ein Ziel beobachten. Und der Pilot sieht das eben auf seiner Seite durch dieses MFD. Natürlich habe ich auch noch mein eigenes hier. Ja, wäre nicht die Army, wenn sie nicht sowas immer doppelt hätten. Und dann kann man sich eben so elegant umgucken. Ja, das Teil eignet sich halt zum Lasermarkieren und zur Überwachung. Also ist ein ganz schickes Teil und wenn ich mir jetzt die anderen Helis hier noch anschaue, also das ist jetzt, wir haben jetzt hier einmal zwei Kampfvarianten und jetzt hier einmal eine unbewaffnete Variante, auf der man eben noch auf den Kufen mitreisen kann. Das kennt ihr ja schon aus dem Vanilla-Spiel, ja, mit Feuern aus Fahrzeugen geht hier, ich sag jetzt mal, natürlich auch. Und diese Variante ist dann halt so mehr für die, ja, ich sag mal, Beobachtung und für den Transport von kleinen Einheiten gedacht. Also sie machen einen guten Eindruck, mein Clan testet das gerade. Laut einem Mitglied sind leider die Gegenmaßnahmen hier verbuggt, also die Flares. Ansonsten von der Optik her, vom Sound her machen sie einen guten Eindruck und ja, würde ich mal sagen, ist ein zweiter Blick wert. Und jetzt als nächstes die Chinooks, kein Helikopter-Video ohne die dicke, fette Transportbanane. Und 6 Stück habe ich jetzt hier aus diesem Chinook-Pack von Delta Gamer. Das ist, ja, das letzte Update ist jetzt hier von Mai und ich habe mich gefragt, wo war dieser Chinook die ganze Zeit? Wieso habe ich nie von ihm gehört? Ich zeige euch einfach mal, was ich so toll finde. Einerseits das hier, ja, öffnen der Rampe, das ist ja, vielleicht jetzt nicht so toll, aber man kann jetzt auch reingehen. Das ist so selten bei Fahrzeugen, dass man irgendwo reingehen kann und hier was machen kann. Also,
Es ist natürlich jetzt die Frage, hat man schon mal so einen Einsatz machen wollen, wo man so eine Evakuierung durchführt und dann schießt man so hinten raus und dann hebt der Heli ab und die Leute da drinnen hocken einfach nur so. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also die Engine gibt das nicht her. Da haben viele Spiele Schwierigkeiten mit. Ich kann es jetzt leider nicht testen, aber ich glaube, so funktioniert das Ganze nicht. Das ist einmal die Variante hier mit der Rampe. Und jetzt kommt was richtig Schickes, was. Huh, sag ich mal so. Das ist was Neues, sag ich mal. Wir gehen jetzt hier einfach mal als einfacher Passagier der Ramp-Crew rein. So. Und ja, hier kann man einerseits so mal hinten rausschauen. Und jetzt gehe ich auf den Crew-Chief-Platz. Und jetzt wird's richtig schick. Jetzt kann ich nämlich zum Beispiel hier die Sitze zusammenklappen. Ja. Und hier sozusagen einen Medivac draus bauen, indem ich jetzt hier. Das müssen die Stretchers sein, genau. Ja, schick, ne? Schick, schick, schick. Und ich kann die Pilotentüren entfernen. Da muss ich mal von außen an sich gucken. So, ja, hier ist sie gerade verschwunden. Und da auch. Und ich kann sie auch wieder dazu packen, was auch immer das für eine Funktion hat. Muss ich mal eben gucken. Das habe ich jetzt nicht getestet. Wenn ich jetzt hier auf den Co-Pilotensitz gehe, kann der dann eigentlich was machen? Ich glaube nicht. Nein. Aber ihr seht, der Co-Pilot hier hat einen Lasermarker. Wenn wir jetzt hier mal so durchschauen, ja, dann können wir hier so Ziele markieren und ein Multifunktionsdisplay haben wir auch. Ja, ihr seht, ich laser hier gerade den Boden an und so kann zum Beispiel der Pilot auch sehen, was ich jetzt gerade sehe. Schickes Ding. Ah, Drop Smoke Grenade. Genau. Das habe ich gelesen. Aber offensichtlich geht das nicht so ohne weiteres, sondern muss man hier über das Mausradmenü machen. Und wenn ich jetzt eine Smoke Grenade in meinem Inventar. Ach, habe ich doch gehabt. Ja, dann geht das. Also, so kann man zum Beispiel dann eine Landezone markieren als Co-Pilot. Schick, schick, schick. Also, ich muss sagen, von all den Chinooks, die ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, ist der hier auf jeden Fall einer der besten. Wir schauen doch hier nochmal beim Crew Chief rein. Der kann auch noch was machen. Der kann hier genau da Hatch, ja, die Luke dort aufmachen. Dann können die Jungs rausgucken. Vielleicht sogar rausschießen. Das weiß ich nicht. Aber. Da jetzt hier Firing from Vehicles überall geht und man sogar die Jungs drin exekutieren kann, gehe ich mal schwer davon aus. Ja, was das Steuerverhalten angeht, ich habe sie vorhin kurz geflogen. Wir können uns ja mal jetzt hier ein anderes Modell einfach anschauen. Es gibt hier die für US-Amerikaner und für die RAF. Und ja, was man halt so erwartet, also wenn ihr den dicken, fetten Transportheli aus Arma 3 schon kennt, dann ist das hier nichts anderes. Ja, ich mache jetzt einfach mal so einen kleinen Flug hier über Klafgarn. Das ist ja ein Transportheli und in der Beschreibung stand was von 35 Spieler Transport. Ich weiß nicht, ob das mit der Zahl da hinten hinkommt, aber wenn das stimmt, dann wäre das schon eine ganze Anzahl, ne? Ich muss mir immer noch mal ein Track ihr besorgen. Dieses Umgucken mache ich gerade mit der Maus und dann lasse ich den Joystick los. Und wenn ich dann fliege, dann sehe ich halt natürlich nicht so viel. Aber was das Fliegen angeht, ja, mit dem normalen Flugmodell ist das eigentlich alles kein Problem, wie bei den meisten Helikoptern. Und hier kann ich mich auch nicht beklagen. Also, das geht ganz gut. Das Ding verzeiht auch, wenn man irgendwelche Fehler macht. Ja, so wie hier, dass man gerade zu schnell sinkt und ja, ich bin mal gespannt, ob wir das vielleicht nicht in unser eigenes Modset reinnehmen. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass so eine kleine Perle sich einfach so versteckt. So, jetzt versuchen wir eine Landung auf den Rollen und oh, hat geklappt, ne? Alles gut. Ja, dann noch was zur Bewaffnung. Also da, das ist jetzt so besonders eigentlich nicht. Ich gehe mal hier auf den rechten Sitz. Hier haben wir eine Minigun, die jetzt so. Ja, die kennen wir ja schon, Standard. In einigen Modellen gibt es hier auch keine Minigun. Dann kann man einfach so rausgucken und dann kann man hier seine eigene Waffe benutzen, also wie man dann mag. Weißt du, ich wünschte, du könntest wirklich mit mir sprechen, weil wir dann nämlich für immer und ewig beste Freunde sein könnten. Doch zweifelsohne hat eine alte Wahrheit auf ewig Bestand. Es gibt nichts Mächtigeres als den Wunsch eines kleinen Jungen. Mit Ausnahme des Apache-Kampfhubschraubers. Ein Apache-Kampfhubschrauber hat Maschinengewehre und Raketen an Bord. Er ist mit einer beeindruckenden Vielzahl an Waffen bestückt. Eine richtige Todesmaschine.
Ja, so ist es. Eine Todesmaschine und damit der erste von zwei Apaches hier in diesem Video. Das hier kommt von Neptune und ist ein Arma 2 Port. Und zwar ist das Projekt wohl schon älter und er hat das Ganze jetzt nochmal neu aufgelegt. Ja, vom Außen her sieht es ganz okay aus, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht besonders überragend und nicht besonders schlimm. Und das ist übrigens auch der einzige Heli hier in diesem Modset. Die Bewaffnung standardmäßig. Hydras, Hellfires und da vorne die berühmte Gun, ja. Die kann man auch nicht ändern, die Bewaffnung, die ist jetzt hier so fix drinne. Und das Interieur, das schauen wir uns jetzt hier von innen an. Ich lasse gerade eine KI fliegen und genieße das Ganze hier vom Schützensitz aus. Also, Neptune hat da ein bisschen Zeit reingesteckt. Er hat auch ein MFD eingebaut, also hier vorne. Nur funktioniert das jetzt so nicht, also... wie soll ich jetzt zeigen? Ihr seht das jetzt nicht so. Ich muss mal auf was zoomen, was ein bisschen weiter weg ist. So, ich denke schon. Also da unten kann man sehen, was ich gerade anvisiere. Das ist jetzt in Wärmebild gehalten. Ist ein bisschen schwer zu sehen aus dieser Sicht, was man da so sieht. Aber man hat ja auch noch die andere Sicht. Ja, und dann die Bewaffnung. Die M230 hat jetzt hier verschiedene Feuermodi. Man kann bis reinzoomen. Man kann jetzt hier... noch einen Laser anmachen und dann wird das Ding automatisch dort einkalibriert, wenn ich das dann mal richtig machen würde. So. Ja, und dann treffen die Granaten genau dort, wo sie sie nicht treffen sollten. Also ein bisschen weiter halt. Und ja, das ist jetzt der Bug, den kenne ich schon. Das ist jetzt, die KI denkt jetzt, dieser Laser sei ein Gegner. Deswegen, ja. Nieder mit der Natur! Gib Bäumen keine Chance! Ja, jetzt hat sie keine Hydras mehr und jetzt ist erstmal Ruhe. Und ja, die weitere Bewaffnung, wir haben jetzt hier noch die Hellfires. Mal gucken, ob ich die von außen zeigen kann. Das sind diese dicken Viererpakete jeweils, so eng anliegend am Rumpf. Und da haben wir jetzt einmal die K-Version und die N-Version. Früher war das so, dass die K-Version, glaube ich, lasergelenkt war und die N-Version was anderes. Er hat das versucht, realistisch zu halten, nur ich... hab jetzt leider nicht, also ich habe jetzt hier, na, ich schätze mal, man muss die Dinger anders aufschalten, also mit Tab oder dann braucht man so einen Gegner. Und ich muss sagen, auch bei dieser Modifikation, es ist eine Anleitung notwendig, aber der gute Mann hat leider keine gemacht. Ich hätte mich gefreut, wenn er so ein, zwei Seiten PDF-Datei gemacht hätte, liegt aber leider nicht vor. Ja, der Schützensitz, na, Wärmebild. Ja, was man halt noch so braucht, standardmäßig auch dabei. Also alles in allem vom Schützenplatz aus gesehen, jetzt nichts Überragendes, aber auch keine Enttäuschung. Also ein solider Apache, mit dem man spielen kann. Soweit ich weiß, hat er darauf geachtet, dass das Ganze Multiplayer-kompatibel ist. Er hat das mehrmals betont bei seiner Arbeit, dass er jetzt hier nicht auf die KI Wert legt, sondern eben auf Mehrspieler. Und ja, das, denke ich, sieht man auch. Eine Sache ist dann noch, und zwar, wenn man hier rangeht, dann kann man sich tatsächlich noch hier hinsetzen, auf den Passagiersitz. Also so ein richtiger Passagiersitz ist das natürlich nicht, ist auf keinen Fall so gewollt. Aber es gab mal so ein Video vor einiger Zeit, da hat ein Apache ein Notmanöver, also ein Evakuierungsmanöver gemacht und hat Soldaten auf diese Weise aus einer Zone rausgeholt. Und offensichtlich hat der Modding-Macher... das hier jetzt auch eingebaut, also nicht als Dauerlösung, aber wenn man mal jemanden rausholen muss, dann ist das sicherlich eine ganz schicke Sache. So, etwa 3 Stunden später, wir haben es inzwischen hier weit nach Mitternacht und das habe ich diesem guten Stück hinter mir zu verdanken, der Apache Longbow aus der Feder von Not Unit und Franz oder Franze und oh Lord, ich habe 1,5 Filme gebraucht, um hier überhaupt halbwegs reinzukommen, sag ich mal. Also das ist eine, ungelogen, das ist eine der heftigsten Modifikationen, die ich je gesehen habe, in positiver Hinsicht. Aber erstmal was zum Schmunzeln. Die haben hier auch so eine Beifahrergelegenheit und die haben das hier so gelöst. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich hier zu lachen hatte. Der Rest ist ziemlicher Ernst, ja, positiv gesprochen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Also erstmal die Optik hier, die Außendetails, das ist eine unglaubliche Arbeit. Also als ich mir das angeschaut habe, dass das hier aus der Feder von Leuten kommt, die das kostenfrei machen, die da hunderte Stunden in so ein Projekt stecken, unglaublich. Also ich schätze mal, die Jungs von EA, die fangen da an zu sabbern, wenn sie hören, dass das hier Leute einfach so machen, ohne dafür Geld zu verdienen. Und Steam fängt auch schon das Flattern an, von wegen Bezahlmods. Aber das hier ist eine Arbeit, die ist echt...
Also habe ich noch nie gesehen. Und ich habe vor Jahren mal das Spiel Apache Longbow gekauft und da war das längst nicht so komplex, was wir uns hier gleich anschauen werden. Aber alles der Reihe nach. Also, das Ding hier gab es schon zu Arma 2 Zeiten und laut Beschreibung soll es hier auch noch hier eine ganze Kampagne, eine Trainingskampagne und dazu noch eine echte Kampagne geben und Singleplayer-Mission, Multiplayer-Mission. Die haben wirklich einiges dazu gebaut. Die haben Sprecher und Musiker verpflichtet, die das alles unterstreichen. Also, ne, dass das hier kein DLC ist, das ist schon erstaunlich. So viel zum Trailer und jetzt schauen wir uns mal das Beste an der ganzen Geschichte an. Wir steigen jetzt erstmal ein als Pilot. Und was macht man, wenn man ein neues Fahrzeug in Arma betritt? Ja, wenn man jetzt in so ein Heli reinkommt, man drückt wahrscheinlich erstmal Q, ne? Oder die Taste, mit der man den Rotor anmacht und will aufsteigen und hier passiert erstmal gar nichts. Hier ist alles tot. Ja, also es ist einer dieser Helikopter, die ultra realistisch sind und wo man hier auch auf Knöpfe rumdrücken kann. Also ihr seht hier so eine kleine winzige Einblendung in dieser Schrift. Also ich kann hier tatsächlich Sachen auswählen und dann habe ich erstmal ein paar Knöpfe gedrückt, ist nichts passiert. Und dann habe ich mir auf der Webseite die Anleitung angeschaut, die richtig lang ist. Also erstens, das Ding hat eine eigene Webseite und zweitens, das ist eine dicke, fette Anleitung. Und also folgendermaßen. Hier links beim Pilot muss man erstmal die Batterie anmachen, ja, so, damit hier die MFDs, die Multifunktionsdisplays, überhaupt an sind. Ah, die sehen schick aus. So, als nächstes die APU. So, die ist jetzt an. Und jetzt geben wir den Engines, den beiden Turbinen, geben wir Saft, aber noch bewegt sich gar nichts. Jetzt erstmal geben wir volle Power auf die Dinger, so, dann den Throttle dafür nach ganz oben, so, und den linken auch, und jetzt lösen wir die Rotorenbremse, und zwar, jetzt muss ich den erwischen hier, na komm, hier, so, genau, und jetzt kann ich Q drücken oder auf meinem Joystick die Taste, und jetzt kann das Ding starten. Toll, ne? Also muss man mögen, sage ich mal. Wer richtig gerne, richtig hochkomplex spielen will, der wird sich hier wie zu Hause fühlen. Alle anderen, die werden das als völlig unnötig ansehen. Aber so läuft das. Das ist der Pilot und dann bin ich auch vorhin so ein paar Probeflüge habe ich gemacht und es ist einfacher zu fliegen, als man denkt. Also jetzt hier ohne das Advanced Flight Model, was auf jeden Fall hierfür empfohlen wird, ist das Ganze jetzt ziemlich einfach. Also das Fliegen, man sackt nicht durch, man muss sich keine Sorgen machen wegen anderer Sachen. Ja, aber ich schätze mal, wer auf so hohem Level diese Mod hier ausprobieren will, der will vielleicht auch mal das Advanced Flight Model damit probieren. Ja, das ist das eine. Also das ist jetzt der Pilot. Bei dem geht das alles noch, würde ich mal sagen. Also der hat es natürlich jetzt auch ganz komplex, aber beim Co-Piloten ist es noch eine Ecke schlimmer, sage ich mal. Und jetzt das Ganze hier aus der Sicht des Schützen. Ich habe jetzt dazu eine KI auf den Pilotenplatz gesetzt, damit wir hier rumschweben können. So, und jetzt wird das, sagen wir mal, richtig heftig. Das Einfachste, was ich jetzt hier noch gesehen habe, ist jetzt hier über diese Multifunktionsdisplays. Also erstmal machen wir uns hier dieses störende IDAS aus. Über das Multifunktionsdisplay hier auszuwählen, dass wir mit der Gun feuern wollen. So, und das machen wir jetzt auch. Also, das ist noch das Einfachste. Ja, oh, jetzt Scheiße. Ich hatte nicht die Gun ausgewählt. So, jetzt habe ich die Gun ausgewählt. So, jetzt schießt sie dorthin, wo ich hingucke. Jetzt fehlt mir natürlich so das Zielfadenkreuz über dieses Ding hier. Hier, das hier. Genau, ja, das ist ganz schick. Und man kann auch einstellen, dass die Granaten dorthin fliegen, wo man hinguckt. Also, wie man das halt vom Apache her kennt. Ich glaube, alle Apache-Spiele haben das. So, aber ich habe eine Stunde gebraucht, oder fast eine Stunde, um rauszufinden, wie man mit den Hellfiren hier was trifft. Das, die Hellfire sind diese Raketen mit den gelben Ringen hier, diese gelenkten Raketen, das sind diese besonders teuren und besonders tollen. Und da hinten habe ich Panzer aufgestellt und Ziele, wo sie verstehen sollen. Genau, hier ist so ein Fahrzeug und da hinten ist noch so ein Panzer. Ich habe so ewig lang gebraucht, weil ich jetzt hier einfach die Raketen auswähle und Rechtsklick drauf mache, passiert gar nichts. Man muss das erstmal hier so. Erstmal muss ich hier den Laser anmachen, dass sie meinem Laser folgen sollen. So, Moment. So, jetzt Laser an. Ich mache nochmal das IDAS hier aus.
Und das reicht nicht. Ich muss noch mehr machen. Ich muss mal gucken. Ja, die sollen jetzt direkt dorthin fliegen. Ich glaube, dann gibt es noch einen anderen Modus. Nee. Nee. Was ist das? Nee, das ist auch nicht. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Also wenn ich jetzt jedenfalls darauf ziele. Hier. So. Ich musste vorhin noch was aktivieren hier. So. Jetzt, ihr seht dort, No Acquire steht da. Blinkt immer wieder auf. Also der hat das Ziel gar nicht erfasst. Ja. Und dazu muss ich, glaube ich, WAS aktivieren. Nee, das ist dann die Gun. Das war es nicht. Aber dort irgendwas in der Nähe war das. Also, Mode Self, oh, Broadcast, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe mich wirklich nur kurz damit beschäftigt und ihr seht hier noch so ein anderes Teil, was jetzt hier eingeblendet wurde. Das sind jetzt diese Rockets hier, dieser, seht ihr den da, der jetzt hier so ein bisschen rumspielt neben dem Fahnenkreuz. Ja, da fliegen jetzt die Raketen hin. Auch, ja, das hängt jetzt natürlich davon ab, wie der Heli ausgerichtet ist hier. Ja, die Raketen. Es ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich mit den Hellfire nicht treffen kann, aber es ist wirklich so komplex, wie es aussieht. Man muss sich damit beschäftigen und Notizen machen und das lernen. Was man hier alles noch machen kann, ist, dass man sich Kurse setzen kann. Hier, man kann durch verschiedene Displays durchschalten. Hier ist, glaube ich, noch so ein Target-System. Hier kann man einstellen, wie weit die Ziele entfernt sind. Das machen wir mal eben. Also hier in 1 Kilometer Entfernung will ich mir alle Ziele anzeigen lassen, all, ja, dann haben wir hier einen Punkt für ein leichtes Fahrzeug oder sowas und hier, das hier ist ein Panzersymbol, glaube ich, und da hinten sind die beiden ja auch so aufgeregt, also es ist heftig, ne, was das alles möglich ist und hier kann ich doch noch mehr Sachen machen, also ich kann mir jetzt das ganze restliche Video mit diesem Helikopter beschäftigen, aber das will ich gar nicht, ich brauche da noch mehr Zeit, ich werde mal unseren Server-Admin fragen, ob er das für uns ins Modset reinpackt. Ich will auf jeden Fall mal eine Mission damit machen. Das Ding ist richtig schick. Aber man braucht so ein paar Stunden, um das zu lernen. So, das kann ich dazu sagen. Also, ist nicht was für jeden, aber wer wirklich mal ein Apache fliegen will für eine zivilen Simulation, dann ist das hier wahrscheinlich die einzige richtige Wahl. Gebt nicht auf, wenn ihr es nicht beim ersten Mal hinkriegt. Ja, man hat noch mehr Versuche und wenn es dann halt mal nicht mit den Hellfiren klappt, dann kann man immer noch mit der Gun da draufhauen und das gleiche Ergebnis erzielen. So. Als nächstes, welcher von beiden ist denn jetzt eigentlich die Modifikation? Links oder rechts? Ja, links natürlich. Denn rechts, das ist der Merlin, den wir schon haben. Heißt hier in Game nur Mohawk. Und was wir jetzt hier links haben, das dachte ich erst, ist das jetzt das gleiche? Ist das etwa nur eine Retexturierung? Nein, mein ungeschultes Auge hat das nicht sofort erkannt, dass das jetzt hier der NH90 ist. Ja, der ist tatsächlich etwas neuer als der hier. Ein bisschen kleiner, kann, glaube ich, ein paar Leute weniger mitnehmen und diese Variante hier auf jeden Fall, denn in dieser Modifikation gibt es jetzt zwei Varianten. Einmal eine hier mit einer Minigun, also als Doorgunner-Version und eine eben ohne. Und dort hinten, da stehen dann die restlichen Fluggeräte, also insgesamt haben wir jetzt hier 5 zur Auswahl, die einfach nur verschieden retexturiert sind oder jeweils eine Transportvariante haben mit mehr Plätzen, 14 um genau zu sein, oder eine Kampfvariante mit 8 Plätzen. Und ja, alles in allem ist das jetzt hier eigentlich eine ziemliche Standardmod. Wir können uns mal kurz angucken, was man machen kann. Ja, Rampe runter und ein bisschen reingehen, aber nicht viel. Und die Seitentüren öffnen und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, dann kann man sich noch reinsetzen. Und zum Flugmodell, also das Standardflugmodell, das ist jetzt hier eigentlich auch recht Standard. Also kurz einsteigen. Ich hab jetzt hier keine großartigen Änderungen bemerkt. Also nicht jetzt wie eben oder wie in den anderen Modifikationen, dass man hier so viel einstellen kann oder rumstellen kann. Es ist eine recht normale Modifikation von Aplion, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Und das ist ursprünglich Teil der Hellenic Armed Forces, die er hat. Und hier in diesem Fall hat er das einfach nur ausgegliedert, ja, dass man das so ohne weiteres fliegen kann. Und wer jetzt unbedingt einen NH90 fliegen kann, ja, dann kann ich ihm diese Mod hier empfehlen, weil sie ist relativ einfach, relativ klein und erfüllt ihren Zweck.
Und nochmal der gute Aplion, diesmal mit dem Eurocopter. Ja, der EC635, dieses Modpaket, was auch zu den Hellenic Armed Forces gehört, da hat er jetzt wieder eine Standalone draus gemacht und verschiedene Varianten jetzt hier ins Spiel gebracht. Einige sind bewaffnet, einige sind unbewaffnet und wir schauen uns das jetzt mal an. Also so, der hier soll zum Beispiel Waffen haben, jetzt habe ich sie noch gar nicht getestet. Man kann jetzt hier einerseits als Pilot einsteigen und auch ja, diversen Schnickschnack auf- und zu machen. Ja, das kennen wir jetzt ja schon so von einigen. Und der Gunner wiederum, ja, der hat erstmal hier so gar nichts, aber dann hat er die Visiervorrichtung und so ein eigenes kleines Visier. Und dann kann er, wenn er denn die Titan Missile auswählt, auch auf bestimmte Sachen zielen. Ist jetzt ziemlich einfach gehalten, ja, aber hat ein kleines Menü, wie ihr seht. Ja, Wärmebild natürlich auch, wie die meisten das haben. Und eigentlich ganz gut. Was jetzt die Mod angeht, ich bin jetzt einmal damit Test geflogen. Ja, ist jetzt nicht ungewöhnlich gewesen. Also so ohne Advanced Flight Model soll das, ist das jetzt, sind die Dinger ja so unterschiedlich nicht. Und er hat hier nochmal betont, dass es Rotor Lip beinhaltet. Also dass man es mit dem Advanced Flight Model fliegen kann und dass es sich dann anders anfühlt. Und ja, ich denke aber, die Besonderheiten bei dieser Modifikation liegen eher in den Varianten hier. Also besonders diese Bundeswehr-Variante dürfte einige bundeswehrorientierte Clans dann doch sehr interessieren. Wenn wir uns hier einmal kurz reinsetzen hinten, dann seht ihr das. Wir haben hier 6 Plätze plus 2 Leute. Ja, das reicht für so ein kleines Team und so eine kleine Spezialmission. Also, alles in allem eine solide, überdurchschnittliche Modifikation, würde ich sagen. Besonders die Varianten stechen hier jetzt hervor. Und ich würde sagen, ist eine gute Arbeit. Ja, ist auch eine seiner neuesten Arbeiten. Okay, und wieder eine Modifikation vom Augusta Westland AW101, auch eher bekannt als Merlin. Und zwar hat der gute Delta Gamer hier wieder zwei Varianten ins Spiel gebracht. Einmal die HC3 und einmal die HC3A. Ich habe jetzt 10 Minuten damit verbracht, rauszufinden, ob es irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden gibt. Aber soweit ich das sagen kann, sind sie dann bestenfalls marginal. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich hier irre. Aber das Besondere ist jetzt hier für Pilot und Co-Pilot dieses FLIR, oder Quatsch, dieses Multifunktionsdisplay, bei dem man eben als Pilot oder als Passagier teilweise sogar sehen kann, was der Co-Pilot beobachtet. Das heißt, er kann dann hier, wenn der Co-Pilot was beobachtet, kann der Pilot sehen, aha, die Landezone ist heiß, dann sollten wir vielleicht besser dort nicht landen. Ja, das ist das eine. Dann gibt es auch hier wieder, ne, Spielereien mit Rampe auf, Rampe zu. Ist jetzt ja nicht mehr so besonders. Und das sonstige Gameplay oder das sonstige, der sonstige Spaß hier ist eigentlich dominiert davon, wie viel Platz man hier hinten hat. Also auch das ist wieder hier begehbar. Und wenn ich mal kurz nachrechne, hier haben wir insgesamt 7, ja, dann sind wir 11, 14, 16 Plätze. Und auch hier ist wieder so ein Firing from Vehicles Feature drin, was dem Mann hier offensichtlich sehr wichtig war, dass er das ständig irgendwo reinmacht. Mir gefällt das. Ja, da steht übrigens nochmal das Original. Ihr seht, das ist jetzt nicht einfach nur retexturiert, sondern es sind tatsächlich ein paar Änderungen, auch optische Art hier drin. Die Arma 3 Entwickler haben ja auch nicht den wirklichen Merlin hier eingebaut, sondern sie haben immer so ein paar kleine Verfeinerungen reingemacht, damit man sagen kann, ja, das ist jetzt, das müssen wir nicht lizenzieren, ne? Das ist jetzt original, nicht wirklich nachgemacht, das haben wir uns selber ausgedacht oder sowas weiß ich. Ja, also das sind die beiden Mods. Ich bin jetzt auch den einen hier geflogen. Fliegt sich so, wie er aussieht, also ist ziemlich schwergängig, wie es sich auch für so einen riesigen Helikopter gehört. Und ich würde sagen, jetzt, nachdem ich so einige Transporthelikopter angeguckt habe, das hier scheint mir einer der besten zu sein, was so mittlere Kapazität angeht. Also wenn man so, ja, so bis 20 Leute transportieren will, scheint mir das einer zu sein, der auf jeden Fall Spaß macht und der einiges drauf hat. Also besonders hier mit diesen Multifunktionsdisplays, das ist, ja, ist schick, ne? Da gewöhnt man sich schnell dran. Und da müssen wir halt nochmal gucken, wenn das jetzt in irgendwelche Modsets von Clans wandert, ob das dann kompatibel ist mit den Reparatursystemen und solchen Sachen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. So, meine Damen und Herren, und nochmal der Apache. Warum auch nicht?
Meine, man kann nie genug Apaches haben, oder? Also diese Variante jetzt hier von Delta Gamer, die ist jetzt anders als das bisherige und der Fokus liegt jetzt hier wieder auch auf anderen Sachen. Also er hat jetzt erstmal 4 Varianten eingebaut und die sind tatsächlich in ganz, ganz kleinen Details anders. Also zum Beispiel in der Bewaffnung oder dass sie eben dir dieses Longbow-Radar haben, einige haben das nicht. Und da gibt es eben die US-Version und da hinten gibt es die AH-1-Version, also die der Briten. Ansonsten ist das hier einfach ein Apache und Gott verdammt nochmal, diese Sache mit den Jumpseats, ja, das kriegen die Leute, das muss unbedingt immer sein. Okay, es muss sein. So, ich kann euch mal sagen, also wenn ihr Apache fliegen wollt und es soll nicht allzu kompliziert sein, dann würde ich das hier empfehlen. Hier haben wir einfach eine Kanone, ja, einstellen, wo sie hinschießen soll und dann schießt sie dahin. Oder hier die Hellfire-Raketen, die einfach aufschaltbar sind, aber vielleicht sollte man sie besser aus der Luft verschießen, damit sie hier nicht so einfach in den Boden rammen. Ja, ich sag mal so, das hier ist jetzt die Casual-Variante von dem, was da die beiden gemacht haben mit dem anderen Helikopter. Und das Head-Up-Display ist jetzt auch in-game so drin, also man braucht jetzt auch keinen eigenen Helm dafür. Jetzt, ich glaube, das Flier hier ist jetzt wieder drin, so wie der Modder das sonst überall gemacht hat. Also das hat er überall eingebaut. Ansonsten ist das eine ganz solide Apache-Konstruktion. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, ja, aber wenn das Ganze funktioniert, dann kann man es ja benutzen. Und dann ist das eben auch für Leute gedacht, die einfach mal Apache fliegen wollen, ohne sich da eine Stunde mit vorher zu beschäftigen. Also hier braucht man circa, ich würde sagen, 5 Minuten, wenn man noch nie in Apache geflogen ist, um zu kapieren, was das Ding hier macht. Und bei der anderen Variante halt, naja, ein bisschen länger, ne? Ansonsten, ja, ein ganz tolles Ding. Mir gefällt er. Ist eigentlich für mich die Definition von Kampfhubschrauber schlechthin. Ach ja, eine Sache noch. Und zwar ist mir das hier in den Kommentaren eines Spielers aufgefallen. Ihr seht ja diese zentrale Scheibe hier in der Mitte, die Pilot und Co-Pilot trennt. Und wenn die Sonne schlecht steht, dann kann das ganze Ding schon sehr ärgerlich werden. Also, Das blendet dann halt so und ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber angenommen, man muss jetzt aus dieser Richtung angreifen und dann ist ja dieser fette Sonnenball in der Mitte, das ist dann natürlich schon ein bisschen scheiße und das kriegt man auch nicht so einfach weg. Also, das ist jetzt eine der Sachen, die nicht so toll geworden ist. So, 10 Mods und wir nähern uns langsam dem Ende. Und wir machen den Abschluss hier mit dem BO-105. Die Jüngeren unter euch kennen das gute Stück wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, das ist ein deutscher Helikopter in Deutschland gebaut, also ziemlich alt. Ich glaube, irgendwann 67 war sein Erstflug. Und das Teil jetzt hier in Arma 3 haben wir jetzt in 2 Varianten. Eine Variante zum, ja, einfach so mitfliegen, ne, so reiner Transportteil. Und Firing from Vehicles ist jetzt hier from den Benches möglich. Also von hier von den Seiten. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Das ist ja jetzt schon Standard. Und ja, was diese Variante mit den Waffen angeht, das sind jetzt ganz normale Titan Launcher. Auch nichts Besonderes. Und naja, das einzig Besondere, was mir aufgefallen ist, ist, ich kann jetzt hier nicht einfach so als Pilot einsteigen. Dachte ich zumindest. Also jetzt geht's plötzlich doch. Jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Also, Moment. Open Pilot Door. Also, ich glaube, er wollte so, dass man hier nur einsteigen kann, wenn man die Tür öffnet. Denn wenn ich jetzt die Tür öffne, dann kann ich als Pilot relativ einfach einsteigen. Aber eben habe ich ja gesehen, das ging auch ohne. Na egal. Also, die Idee ist auf jeden Fall ganz nett, dass man wirklich nur dann fliegen kann, wenn man vorher die Tür aufgemacht hat und ja, eingestiegen ist. Machen wir noch zum Abschluss hier einen kleinen Flugtest. Ich glaube, das Ding ist jetzt ziemlich, ist ziemlich einfach vom Flug her. Fliegt sich so ein bisschen wie ein Little Bird und das können wir jetzt hier nochmal testen. Was die Farben angeht, das Design, ja, muss man mögen wollen. Also dieses AAF-Tarnschema ist jetzt nicht so meins, also ich hätte mir da lieber was anderes gewünscht. Aber hey, ja, ich beklag mich jetzt hier nicht. Ich finde immer alles gut, was die Modder machen. So, so fliegt er sich. Ganz einfach. Und ich schätze mal, wir kriegen hier sogar einen Looping hin, wenn wir uns anstrengen. Ja! Ihr seht, ne? Ich bin der geborene Pilot. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Also ich hoffe, diese kleine Mod-Reihe hat euch gefallen. Vielleicht kommt demnächst mal wieder was. Dann zwar nicht zu Helikoptern, sondern zu was anderem. Inzwischen gibt es ja einige Modifikationen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen.
Und ja, damit verabschiede ich euch. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne eine entsprechende Markierung. Und ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut. Bis denn. Ciao.